mal, vielleicht kann ich ja mit dem anderen Zauber da irgendwie hinkommen. Vielleicht von da oben irgendwo rüber oder so. Darf ich hier hochgehen? Nein, auch nicht. Buddy-Truhe, jawohl. Danke sehr. Das Schloss ist zu schwierig für mich. Ja, klar. So, jetzt ist nur noch die Frage, wie wir da rüberkommen. So, dann gebe ich erstmal die Rüstungsplatten ab hier. Dann. Hier sind deine Rüstungsplatten. Sehr gut. Ich hoffe, du hattest nicht zu große Probleme, die Leute zu überreden. Hier ist dein Gold. Wo ist euer Anführer hier in der Stadt? Wir haben hinten in Sonjas Bordell einen alten Lagerraum. Dort wirst du ihn finden. Okay. Verstehe. Hier hochspringen? Nein. Da kann er hoch. Da vielleicht auch? Nein. Komm schon. Dann mal speichern. Oh, das gibt's nicht. Also ich hoffe jetzt mal, dass ich damit irgendwie auf das Dach komme. Weil von dem Dach können wir dann oben ins Lagerhaus rein. So, mal ein bisschen weg. 7. Och! Wie soll ich denn da anders hochkommen? Vielleicht kann ich direkt auf diesen Weg da hochfliegen. Ich glaube, dafür könnte es... Ja, dafür war das zu kurz. Komm schon, komm schon, komm schon. Ach, Mann! Tja, also aber mit dem Zauber, denke ich mal, müssen wir es machen. Ist halt nur noch die Frage von wo. Mal hier. Ach nee, nee. Komm, ja, gut. Kann er mitbekommen? Gut. Können wir jetzt hier übers Dach rüber ins Lagerhaus? Ich speichere besser mal hier oben. Der Typ hört uns nicht.
Und nochmal von vorne. Ja, genau, rede jetzt. Der Dietrich ist hin. Ach, komm schon. Das habe ich gar nicht gedrückt. Jawohl. Schrank. Und da oben eine Kiste. Raus! Ist ja gut. Weg mit dir! Scheiße, da wäre ich durchs Lagerhaus reingekommen. Mist. Ich habe deine Rüstungsplatten. Du hast was? Och, du bist ein ganz mieser Dieb. Ja, bin ich. Genau wie du. Was ist denn den ganzen Kisten? So schwer wie die... Bla 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 bla. Nö. Glaub mir, die habe ich schon. So, dann gehen wir mal hinter zum Romanov und dann gehen wir mal zum Anführer der Banditen. Oh, dass der nicht schneller laufen kann, ey. Boah. Hier, hast du deine Schatulle? Du hast sie gefunden? Hat dich jemand gesehen, wie du sie geholt hast? Niemand Wichtiges jedenfalls. Na gut, dann werde ich dir jetzt verraten, was du mir da eigentlich gebracht hast. Lass mich raten, in der Schatulle ist dein Gold, das du von Don Esteban bekommen hast. Das Gold, das die Weißen suchen und weswegen sie dich hier festhalten? Wer hat dir das verraten, du Bengel? Lag auf der Hand. Du willst mir also damit sagen, du wusstest, dass ich dich geschickt habe, um mein Gold zu holen? Könnte man sagen. Das ist ja ein Ding. Ha! Gut gemacht, mein Junge. Das zeigt, dass ich mich auf dich verlassen kann. Das stimmt mich äußerst großzügig. Ich gebe dir einen Teil der Beute ab. 300 Gold. Was sagst du dazu? Ich nehm's gern. Gut. Abgemacht. Danke sehr. Ist was? Dann gehen wir jetzt zu dem Anführer der... Ach nee, wir sollten ja... Hahaha, nee, kannst vergessen. Wir gehen erst noch die Fleischerei ausrauben. Mal gucken, wo sie... Ah, da könnte ich doch gleich bei dem hier drinnen pennen. Tralalalala, tralala. Schwing deinen Arsch aus meinem Bett! Ach Mann, du hast doch zwei... Sehr. Probleme haben wir alle. Na, dann war die Tos einfach nochmal an. Ist was? Dann auf ins Schlachthaus. Der guckt zwar direkt dahin, aber naja, lassen wir's mal. Super, wie soll ich da jetzt reinkommen?
sehr. Der Typ sieht mich hier drin rumschleichen und macht überhaupt gar nichts. Nirgends. Ist alles okay. Ich habe den Spion gefunden. Und Sid hat ihn beauftragt, richtig? Ja, es war Doyle, einer der Tagelöhner. Er hat die Hosen voll und will nicht in die Vulkanfestung. Wie sieht's aus? Doyle ist verschwunden. Was denn? Sid ist seinen Zeugen losgeworden? Du warst nicht vorsichtig genug. Jetzt haben wir nichts mehr gegen diesen Banditen in der Hand. Wir werden in Zukunft noch besser auf ihn Acht geben müssen. So, und jetzt kommt Sid. Ich hab genügend eigene Sorgen. Schön für dich. Was? Hallo? Ist da jemand? Dargels Truhe ist geplündert. Wenn ich du wäre, würde ich mich trotzdem von Dargel fernhalten. Wer weiß, auf welche Ideen der Dicke kommt. Und abkassieren kommt bei ihm nicht in Frage. Dann war die Arbeit umsonst? Hör zu. Dargel wird nie, nie, niemals freiwillig an uns zahlen. Kein Grund, sich aufzuregen. Außerdem, wer hat Dargels Wertsachen in der Tasche? Skordo wird von deinem Erfolg erfahren. Ich würde sagen, du hast bei der ganzen Sache den Gewinn gemacht. Ja. Und darauf kommt's an. So, Inventar. 1900 Gold. Wie geil. Theoretisch könnten wir uns jetzt eine schöne Rüstung kaufen, wenn ich so von den Preisen ausgehe. Allerdings müsste halt erstmal eine Rüstung verkaufen. So, dann gehen wir mal hier in das Bordell. Menschen waren das nicht. Dein Bild hieß es doch. Ist was? Was denn? Hinter dem Bordell. Ich schätze, Erik. Danke sehr. Tschüss. Ja. Geil. Hey, du! Was willst du hier, Mistkerl? Wer hat dich geschickt? Entspann dich. Ich bin hier, um euch zu unterstützen. Ist das so? Na, dann bin ich ja mal gespannt, was du zu sagen hast. Hast du vielleicht einen Stängel für mich? Hör zu, Mann. Ich würde dir ja einen geben. Danke sehr. Aber ich hab selber nur noch einen. Was hast du anzubieten? Ich habe hier einige seltene Arte. Tschüss. Warum sitzt du hier im... Tschüss. Ich glaube eher... Bla bla bla. Woher... Bla 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 bla. Wohin führt dieser Gang da drüben? Das könnte ich dir sagen. Ich müsste dich aber anschließend töten. Das willst du doch nicht, oder? Du kannst mir vertrauen. Ich bin auf eurer Seite. Tatsächlich? Moment mal. Du bist doch nicht etwa dieser Schiffbrüchige, der meinen Jungs in der Stadt geholfen hat, oder? Ich schätze, genau der bin ich. Ha! Warum sagst du denn das nicht gleich? Mein lieber Mann, du hast es den Weißen aber ganz schön gezeigt. Das war gute Arbeit. Wenn du so weitermachst, wirst du es bei uns Banditen noch sehr weit bringen. Das hoffe ich. Bla 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 bla. Drei Goldschalen. Ich besorg dir die drei Goldschalen. In Ordnung. Aber lass dir die Dinger nicht abnehmen, wenn du sie... Bla bla bla. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Ich hab echt keinen Bock auf dieses ganze Gelaber hier, gell? Der Don... Ja. Die... Oh,
Hey! Ab! Lass uns handeln. Danke sehr. Armbrust, maximale Lebensenergie. Was habe ich denn für Ringe? Schutz vor Stichwaffen. Weg damit. Weg damit, weg damit. Das weg. Die ganzen Schlüssel, die ich schon gesammelt habe, klasse, ey.